Ja, ganz gut. Es liegen schon etliche sehr arbeitsreiche Wochen und auch Wochenenden hinter uns. Und insofern sind wir jetzt auch ganz froh, dass diese Infektionswelle langsam abebbt. Eigentlich ist es relativ routiniert. Wir haben uns ja nun den Vorteil, dass wir nicht nur eine Infektiologie haben, sondern auch Behandlungszentrum für hochkontagiöse Erkrankungen sind. Somit haben wir auch schon mit anderen infektiösen Patienten in den letzten Jahrzehnten Erfahrungen sammeln dürfen, auch mit Erkrankungen, die für uns persönlich, sollten wir sie erlangen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Konsequenzen hätten, sage ich jetzt mal, da der überwiegende Anteil des Personals nicht zur klassisch zur Risikopopulation gehört. Wir haben aber auch trotzdem regelmäßige Screening-Untersuchungen für uns und für unser Personal, dass wir gucken können, dass keine Ansteckungen vonstatten gegangen sind, um es eben nicht weiterzutragen, das Virus. Wir haben auch Antikörpertests gemacht, die bisher noch bei keinem Mitarbeiter zeigen konnten, dass er im Laufe der Zeit eine Infektion durchgemacht hat, was natürlich zusätzliches Vertrauen gibt in die Schutzmaßnahmen, die wir durchführen. Wenn man Sorgen hat, dann ist das zugegebenerweise weniger um einen selber in der Regel, sondern eben um das Umfeld, um die Mitarbeiter, um die Familien, wo man so ein Virus potenziell mitnehmen könnte. Aber da haben wir einfach den Vorteil, dass wir im Gegensatz zu anderen Abteilungen, die sich an dieses Arbeiten erst gewöhnen mussten, im Ernstfall, wir bereits seit vielen Jahren als Quarantäneteam regelmäßig Isolationsmaßnahmen üben, sowohl praktisch wie theoretisch und eben auch schon im Einsatz ausgeübt haben. Also es sind in Leipzig, wenn Sie auch italienische Patienten mit reinrechnen, die nach Leipzig gebracht wurden zur Behandlung, wenn Sie Patienten mit reinrechnen, die eigentlich außerhalb von Leipzig wohnen, aber in Leipzig behandelt sind, dann sind meines Wissens 11 oder 12 Menschen gestorben. Natürlich ist jeder Verlust sehr, sehr tragisch und hinter Zahlen stecken ja immer einzelne Menschen. Aber das, was ich weiß, ist, dass die Leipzigerinnen und Leipziger, die an Covid-19 verstorben sind, alle ein sehr, sehr hohes Alter hatten. Die hatten auch eine ganze Reihe an Vorerkrankungen und waren sehr gebrechlich. Und natürlich ist, finde ich auch sehr, sehr traurig, dass von 4 italienischen Patienten aus verschiedenen Altersgruppen hat nur einer überlebt. Ja. Also das verdeutlicht, das ist kein Spaß, Covid-19. Es ist eine ernstzunehmende, potenziell tödliche Erkrankung. Wir sollten wirklich alles daran setzen, dass wir diese Erkrankung im Zaum halten. Und im Moment gelingt das ja ganz gut. Wir haben seit einigen Tagen jeden Tag 0 neue Fälle in Leipzig, in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern. Und das ist ein großer Erfolg und das soll auch möglichst lange so bleiben. Das liegt sicherlich daran, dass die Virulenz des Erregers stärker ist als bei Influenza-Viren. Es liegt auch daran, dass dieses Virus natürlich über bestimmte Rezeptoren anders andockt im Körper als das Influenza-Virus. Und der sogenannte ACE2-Rezeptor, der ist halt in einer ganzen Vielzahl von Organsystemen, zum Beispiel auch in den Blutgefäßen oder auch in der Niere oder auch am Herzen mit ausgeprägt. Und damit haben Sie natürlich Andockstellen für dieses Virus im ganzen Körper und auch in anderen lebenswichtigen Organsystemen außerhalb der Lunge. Und das ist sicherlich ein Teil der Geschichte dahinter. Und dann ruft natürlich dieses Virus auch eine Immunantwort hervor, die bei manchen Menschen sehr, sehr stark ist. Das hört sich erstmal gut an, starke Immunantwort, aber die kann eben auch überschießend sein. Und wenn der Körper ungerichtet und überschießend das Immunsystem anwirft sozusagen, dann kann das besonders gefährlich werden und man kann zum Beispiel schnell ins Lungenversagen geraten oder es kann dadurch bedingt auch mal ein plötzlicher Herzstillstand auftreten. Das sind alles Phänomene, die natürlich bei dieser Erkrankung auftreten und auch die Blutgerinnung wird ungünstig beeinflusst, also sogenannte Lungenembolien, also das Verstopfen von lebenswichtigen Blutgefäßen durch Blutgerinnsel, das wird gefördert und das macht es eben tückisch und gefährlich. Also alle Expertinnen und Experten befürchten ja, dass es spätestens im Herbst und Winter, wenn es wieder kalt wird und natürlich überhaupt die Viren sich besser übertragen, eine zweite Welle geben könnte oder vielleicht irgendwann sogar eine dritte oder eine vierte. Aber das kann niemand vorhersagen, auch die besten Experten nicht. Und ich glaube, eines ist ja gut. Wir haben eine ziemlich starke Welle gehabt. In vielen Ländern war es eine richtig schlimme Welle, die viele Menschen das Leben gekostet hat.
Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir haben Strukturen aktiviert, die helfen, sowas zu bewältigen. Die Leute haben gelernt, auch selber damit umzugehen, sich in dieser sozialen Distanzierung, in dieser körperlichen Distanzierung natürlich auch zu üben. Und darum bin ich optimistisch, dass wir auch eine weitere Welle ganz gut bewältigen werden. Und wann die kommt und ob die kommt, das kann Ihnen wirklich kein Mensch sagen. Die Welle könnte zum Beispiel allein dadurch stärker ausfallen in der Breite, dass sie in der kalten Jahreszeit stattfindet. Und wenn zum Beispiel bei strengen Frosttemperaturen, wo die Leute einfach auch viel mehr in Räumlichkeiten sind, weil es so kalt ist, viel mehr dichter beieinander sind, wenn dann sowas passiert und man erkennt es nicht früh, dann ist das Ausbreitungspotenzial natürlich größer. Insofern könnten dadurch mehr Menschen betroffen sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich breit Testsysteme etabliert. Also auch da kann man sicherlich keine richtig guten Vorhersagen treffen, außer dass wir sehr, sehr gut vorbereitet wären. Und allein diese gute Vorbereitung hilft auf jeden Fall, sehr wesentlich so ein Infektionsgeschehen abzumildern. Also man kann natürlich zum Beispiel regional, da gibt es ja die Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg, die sogenannte Streeck-Studie, so wie sie jetzt in den Medien auch kolportiert wird, da kann man das schon genau beziffern. Ne? Da liegt diese Dunkelziffer in dieser Gemeinde, die einen Ausbruch hatte, bei 5 und man kann das dann noch hochrechnen, dann könnte sie für ganz Deutschland bei 10 liegen. Also ich glaube, wenn man sagt, sie wird in Deutschland mit regionalen Unterschieden irgendwo zwischen 2 und 10 liegen. Ich glaube, dann liegt man in einem Korridor, der ist belastbar. Aber genau für die Fläche weiß es eigentlich niemand. Dazu müsste man eben mit einem vernünftigen Test, und da ist man auch noch nicht am Ende, sehr sorgfältig einen Querschnitt der Bevölkerung durchtesten und dann weiß man das irgendwann ziemlich genau. Das wird auch irgendwann passieren, aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Also eine Erkenntnis ist, man hat schon auch Möglichkeiten, das Krankheitsgeschehen mit Behandlung zu beeinflussen. Also die frühzeitige Behandlung mit einem Sauerstoffzufuhrsystem, was neudeutsch HyFlo heißt, dann ist es schon so, dass sicherlich das Remdesivir, was ja auch in Amerika eine schnelle Zulassung bekommen hat, das hilft, wenn man das bei den richtigen Patienten frühzeitig einsetzt, auf jeden Fall den Krankheitsverlauf ein bisschen abzumildern und man ist auch wahrscheinlich weniger lange krank. Also das hat sich schon herauskristallisiert. Und im Wesentlichen ist es wirklich so, dass man die Infektion frühzeitig erkennt, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst, wenn man wirklich ins Krankenhaus muss. Das ist ja nur einer von 7 Patienten in Deutschland, der wirklich ins Krankenhaus muss. Aber der braucht dann natürlich auch die entsprechende Behandlung und er sollte durch ein gut geschultes Expertenteam versorgt werden an Zentren. Also die Entwicklung von Impfstoffen auch für das Coronavirus ist natürlich eine langwierige Arbeit. Das ist eine Herausforderung in der Biomedizin. Wir haben kein Standardverfahren und kein Standardmodell, um Impfstoffe für respiratorische Erreger schnell in Gang zu bringen. Wir haben zwar jährlich mit den saisonalen Grippeviren zu tun und müssen auch da Jahr für Jahr immer wieder versuchen, eine Anpassung zu machen. Aber dieses Coronavirus ist schon elegant und es ist nicht ganz einfach, auch einen Wirkstoff zu entwickeln, den ich als Impfstoff sicher geben kann, einer großen Bevölkerungsschicht und gleichzeitig eine gute Wirksamkeit habe. Üblicherweise ist so eine Impfstoffentwicklung zumindest 12 bis 18 Monate lang, bevor ich überhaupt mit einer klinischen Testung beginnen kann. Also selbst wenn es uns gelingt, schnell mit möglichen Impfstoffkandidaten aufzuwarten, wird die Testung in klinischen Studien noch einige Monate dauern. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Impfstoffentwicklung enorme Kosten und Ressourcen verschlingt. Auch unter diesem Hintergrund ist ja im Moment ein großer Geberfonds zusammengekommen, um die Interessen einer allgemeinen Lösung, der Entwicklung eines Impfstoffes für diesen Erreger, den wir vielleicht global dann einsetzen können, voranzutreiben. Aber es wird, nehme ich an, noch einige Zeit dauern. Ich denke nicht, dass wir im Laufe dieses Jahres einen Impfstoff zur Hand haben werden, den wir der Bevölkerung tatsächlich auch verabreichen können. Es gibt Medikamente, die zumindest in der Diskussion waren. Es ist zum einen das unter dem Handelsnamen Caletra bekannte Medikament aus der HIV-Therapie. Da hat sich allerdings in den ersten Studien gezeigt, dass es offensichtlich keinen
greifbaren Benefit bringt. Welches Medikament immer noch untersucht wird, und das werden wir auch innerhalb einer Studie weiter untersuchen, ist das Hydroxychloroquin. Ist an sich im Handel vertreten als antientzündliches Medikament, nicht primär als antivirales Medikament. Man weiß aber schon länger aus In-vitro-Untersuchungen, also sprich Laboruntersuchungen, dass es antivirale Eigenschaften hat und die in dieser Infektion unter Umständen einen Benefit bringen können, beziehungsweise auch durch die antientzündlichen Eigenschaften den Übergang in schwerere Phasen der Infektion eventuell verzögern oder verhindern können. Also, wir sind bei Therapiestudien mit dabei, zum Beispiel beim Remdesivir. Ja, da haben wir auch eine ganze Reihe von Patienten eingeschlossen. Und wir sind auch dabei, da wird mein Kollege Herr Dr. Borte noch mehr dazu sagen, dabei zu helfen, auch erstmal Immunität zu erkennen mit den richtigen Tests und auch mit belastbaren Aussagen für die Patienten. An der Impfstoffentwicklung selber sind wir nicht beteiligt. Ja, also wir haben einerseits eine Abstrichdiagnostik bei den Patienten durchgeführt, die hier stationär aufgenommen wurden, und natürlich auch bei vielen, die sich bei uns in der Corona-Ambulanz vorgestellt haben. In Summe haben wir über 3.500 Tests inzwischen durchgeführt. Diese Tests setzen sich aber beispielsweise auch dadurch noch zusammen, dass uns die Gesundheitsämter, Alten-, Kranken- und Pflegeeinrichtungen natürlich auch Abstrichmaterial zur Verfügung gestellt haben. Es ist durchaus eine Testanzahl, die für uns bearbeitbar war. Wir sind zu keinem Zeitpunkt in die Situation gekommen, dass wir Proben nicht mehr bearbeiten konnten oder weitergeben mussten. Und wir haben unsere Kapazitäten glücklicherweise bisher nicht ausschöpfen müssen. Also wir führen derzeit im Schnitt ungefähr 250 bis 400 Tests pro Tag durch. Diese Tests setzen sich zum einen zusammen aus Nachuntersuchungen von ehemals Coronavirus-Erkrankten und zum anderen natürlich auch bei den bei uns stationär behandelten Patienten. Inzwischen testen wir aber natürlich auch jeden, der wieder neu ins Krankenhaus aufgenommen wird, weil beispielsweise eine Operation durchgeführt werden muss. Und wir möchten dort einfach eine möglichst hohe Sicherheit sowohl für die uns anvertrauten Patienten als auch natürlich für das Personal herstellen. Daher machen wir auch umfangreiche Personaluntersuchungen bei uns im Hause. Wir können am Tag mehrere dieser Untersuchungsdurchläufe machen. Im Schnitt erhalten wir nach ungefähr 6 bis 8 Stunden ein Ergebnis aus dieser Abstrichprobe. Also im Zuge einer Infektion reagiert das körpereigene Immunsystem und das kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen reagieren. Üblicherweise bildet sich eine Art immunologisches Gedächtnis aus. Und dieses immunologische Gedächtnis hat Bestandteile, die löslich sind. Das sind schützende Antikörper, wie wir sie beispielsweise auch im Zuge einer Schutzimpfung generieren. Und es ist eine zellgebundene und deswegen auch zelluläre Immunantwort, die sich auch ausbildet. Bei diesen Antikörpertests suchen wir also die löslichen Komponenten, die das Immunsystem als Abwehr- und Kampfstoffe bildet. Ein positiver Antikörpertest sagt uns aus, ja, die Infektion wurde überstanden, der Körper hat adäquat reagiert mit einer Immunantwort und es besteht vermutlich ein Immunschutz, auch in der Weise, dass ich selbst andere vermutlich nicht mehr anstecken kann. Dieses vermutlich deutet aber an, dass wir an diesem Punkt noch nicht 100%ig sicher sind, ob das in allen Fällen tatsächlich so zutrifft. Also für diesen Test gibt es entweder die Möglichkeit, eine Blutentnahme zu machen und daraus die sogenannte Serumfraktion des Blutes abzuzentrifugieren. Dieses Material wird dann im Labor auf einem standardisierten System aufgereinigt und dann werden die Antikörper gemessen. Eine andere Möglichkeit, und da sind wir ganz stolz, dass wir das bei uns im Hause auch entwickelt haben, das ist anwendbar besonders für Kinder, aber auch für ältere Patienten. Ein kleiner Pieks in den Finger, ähnlich wie bei der Blutzuckermessung und Auftragen des Blutes auf eine Trockenblutkarte, das ist wie ein Filterpapier, reicht auch aus. Dieses Material kann mit der Post verschickt werden und wir lösen dann aus diesem getrockneten Blut nun wieder die Antikörper heraus und versuchen nachzuweisen, ob also ein Immunschutz besteht. Ja. Das ist hier sogar der R-Wert, wo man dann auch noch so kleine Ergänzungen machen kann. Das bedeutet in der Epidemiologie erstmal, wie viele Menschen kann jemand, der mit diesem Virus, mit diesem Erreger befallen ist, selber anstecken. Das ist ein Durchschnittswert.
Und wenn der zum Beispiel bei R gleich 3 liegt, sagt er aus, wenn ich dieses Virus habe und selber ansteckend bin, habe ich das Potenzial, in diesem Raum oder auch außerhalb des Raumes 3 andere Menschen anzustecken. Und wenn es gelingt, durch Kontaktbeschränkungen und andere Dinge diesen R-Wert von 3 auf unter 1 zu drücken, heißt das, dass ich sozusagen weniger als einen Menschen anstecke, und alles unter 1 ist für den Verlauf einer Epidemie günstig, weil dann am Ende die Virusausbreitung verlangsamt wird. In dem Moment, wo es von 0,7 zum Beispiel auf 1,4 hochgeht, kommt man sofort wieder in eine Ausbreitungsphase des Virus, die in einer grafischen Darstellung einer exponentiellen Funktion entspricht. Und das gerät dann außer Kontrolle, wenn man das nicht bremst. Das heißt, solange dieser R-Wert unter 1 ist, haben wir die Sache einigermaßen im Griff. Sobald er über 1 ist, droht uns das zu entgleiten. Insofern hat der R-Wert schon eine große Bedeutung in der Einschätzung. Aber er hängt natürlich auch von der Gesamtzahl der akut Erkrankten ab. Und ein R-Wert von 1 ist bei 5 Infizierten mit einer anderen Bedeutung, als wenn wir 20.000 Infizierte haben. Ich glaube, dass man aus rein epidemiologischer Sicht sich immer wünschen würde, vielleicht noch 2 Wochen zu warten. Aber das ist das eine. Das andere sind die Menschen, die wirklich lange sozusagen eingesperrt waren, gerade auch die Kinder. Und die können einfach auch nicht mehr. Und ich glaube, es ist absolut zulässig zu öffnen. Man bringt die Menschen dadurch im Moment nicht in große Gefahr. Und das sollte man sehr mit Augenmaß sehen. Man kann Menschen wirklich sehr, sehr krank machen, indem man sie einsperrt. Also ich bin sehr einverstanden mit dem, was jetzt passiert. Ich glaube, wir können uns das wirklich erlauben. Man muss wachsam bleiben und natürlich in seinem Sozialverhalten aufpassen, dass man sich das Virus nicht holt. Und falls man es hätte und gar nicht merkt, auch nicht zum Überträger wird, dann hat man am Ende wirklich auch sehr viel Verantwortung für andere. Ne? Und so müssen wir am Ende unseren Alltag im Moment alle gestalten. Und dieser Alltag wird sicherlich über eine längere Zeit, Monate, vielleicht sogar Jahre, noch so weitergehen. Das ist erstmal das, was man realistisch annehmen muss. Also ich würde nicht dauerhaft sagen, weil das würde ja implizieren, das geht über Jahre oder Jahrzehnte, aber ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten durchaus anders leben müssen, als wir das noch vor einem Jahr getan haben. Das ist so. Daran kommen wir nicht vorbei und das können wir auch nicht ausblenden. Wenn wir es täten, kommen wir wieder auf eine falsche Spur. Und dafür muss man immer wieder um Verständnis bitten, aber es ist wirklich wichtig, dass wir das alle aufnehmen, verinnerlichen und auch in unserem Verhalten danach handeln. Ich bin da hin und her gerissen. Die Schweden haben ein klein bisschen mehr Freiheiten lange gehabt. Am Ende haben sie auch ohne Verbote sehr stark zurückgerudert. Ich glaube aber, dass es gar nicht gelingen wird, schnell eine Herdenimmunität zu erzeugen, auch in Schweden, nicht in anderen Ländern, weil wenn sie das wirklich vorhaben, sozusagen das Infektionsgeschehen komplett unkontrolliert laufen zu lassen, nur das würde ermöglichen, innerhalb von Monaten Herdenimmunität zu erzeugen, dann hätten sie in einem Land wie Deutschland viele, viele hunderttausend Tote. Und auch in Schweden, was ja viel weniger Einwohner hat als Deutschland, sind es auf jeden Fall viele, viele 10.000 Tote. Und das toleriert keine Gesellschaft. Wir haben kein einziges Kind gesehen mit dieser Erkrankung, was ja auch dazu passt, dass Kinder so gut wie nicht betroffen sind, aber es ist nicht null. Es kann auch Kinder betreffen, aber Kinder haben ein ganz, ganz geringes Risiko, schwer zu erkranken. Und sie sind wahrscheinlich auch eher schlechte Überträger dieses Virus auf andere, was ja auch bei dem Thema Schulbetrieb, Kitas und so eine große Rolle spielt. Und auch das muss am Ende besser beforscht werden. Aber ich werde sehr zurückhalten. Also ich glaube, man kann auch nicht sagen, es ist komplett ungefährlich für Kinder. Das wäre ja null Fälle, das ist auch nicht der Fall. Aber es sind am Ende immer nur Einzelfälle. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, dass dieses Virus die Kinder verschont oder weitgehend verschont. Also so würde ich es erstmal einordnen. Und man sollte auch nicht diese Einzelfälle, die es immer gibt, aufbauschen. Ja. Man kann nie alle testen, weil es immer Leute gibt, die nicht mitmachen oder die den Mund nicht aufmachen beim Test, gerade bei den alten Menschen mit Demenzerkrankung. Dann erwischen sie ja auch nicht immer alle in einer Schicht.
Und insofern kommen sie nie auf 100%, aber in dem, was wir gemacht haben, haben wir knapp 90% erreicht. Und damit wissen wir dann schon ziemlich gut, ob wir eine große Zahl unerkannter Virusträger im Heim haben oder nicht. Und prinzipiell funktioniert das auf beiden Wegen. Es ist aber so, dass die Immunsysteme der Säugetiere sich doch unterscheiden. Und dann kommt es darauf an, wie gut das Virus an das jeweilige Immunsystem und die Zellen, in denen es sich verwehren kann, wirklich adaptiert ist. Meistens sind solche Übertritte sowohl von Tier wie auf Mensch und umgekehrt Einbahnstraßen. Das heißt, es geht dann nicht weiter und als Fehlwirt kann sich diese Infektion dann nicht durchsetzen. In dem Fall wäre das schon ein großer Zufall, wenn nach so kurzer Zeit vom Tier auf den Menschen wieder auf eine weitere Tierart eine Übertragung sich dann weiter fortsetzen könnte. Prinzipiell ist es aber möglich, hat auch ganz konkrete Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn Sie nach Uganda fahren, um sich dort Gorilla anzugucken, dann werden Ihnen die dortigen Ranger einen Mundschutz verpassen, damit Sie keine respiratorischen Erreger auf die Affen übertragen, was durchaus möglich ist. Also ich glaube, auch diese Frage kann man seriös noch nicht beantworten, weil das müsste ja ein ganz spezifischer Langzeitschaden durch das Virus selber sein. Es ist auf jeden Fall so, dass eine ganze Reihe von Patienten dadurch beeinträchtigt ist, auch noch nach dem Verlassen des Krankenhauses. Aber natürlich ist es auch bei anderen Erregern so, wenn sie da 4, 5, 6, 7 Wochen auf einer Intensivstation sind, lange beatmet werden müssen und, da erholt sich der Körper nicht sofort von. Und das muss man abgrenzen von spezifischen Langzeitschäden. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass schon auch im Bereich des Gefäßsystems, im Bereich des Nervensystems, auch im Bereich der Lunge eventuell Narben zurückbleiben, die also nicht mehr so repariert werden können, dass der Ursprungszustand des Körpers wieder da ist. Aber es ist zu früh, darüber so zu sprechen, dass die Menschen mitnehmen, um Gottes Willen, da droht eine Gefahr. Das wird am Ende im Moment aktiv beforscht und man muss auch da Geduld haben. Das dauert Monate und Jahre, bis man rauskriegt, gibt es einen virusspezifischen Langzeitschaden am Körper eines betroffenen Menschen. Ich würde eher noch mal auf die gute Nachricht verweisen, dass für mindestens 4 von 5 Patienten das Gott sei Dank eher wie eine Erkältung abläuft und da ganz sicher kein spezifischer Langzeitschaden zurückbleibt. Es ist auf jeden Fall so, dass das Blutgerinnungssystem eher ungünstig aktiviert wird, dass auch die Gefäßauskleidung mit den sogenannten Endothelzellen anfällig ist für einen Virusbefall. Und in der Summe dieser Mechanismen ist eine Thrombose- und Embolieneigung da. Also das Blutgefäß verstopft eher und es können sich auch Gerinnsel lösen. Es könnte sein, aber das ist am Ende noch nicht endgültig beforscht. Das ist natürlich ein schwieriger Blick in die Kristallkugel. Die letzten Jahre haben uns aber durchaus gezeigt, dass aus dem Tierreich doch immer mal wieder mit vor allem Virusübertragungen zu rechnen ist. Die Coronaviren waren da mit dem Ausbruch von SARS und später auch MERS auf der arabischen Halbinsel eigentlich die Klassiker, muss man sagen, genauso aber auch die Vogelgrippe zum Beispiel. Da sind doch immer wieder, ist damit Erregern zu rechnen. Ansonsten sehen wir Zoonosen, also vom Tier auf den Menschen übertragene Krankheiten in Einzelfällen. Das ist mehr oder weniger klassisch in der Medizin. Ausbruchsszenarien innerhalb Deutschlands sind wahrscheinlich diese Art von respiratorisch übertragenen Viruserkrankungen immer noch das, was sich am einfachsten weiterverbreitet und damit als Ausbruchsszenario wahrscheinlich das realistischste ist, so wie wir es im Moment auch erleben. Die Übertragungswahrscheinlichkeit steigt natürlich mit dem engen Kontakt zu den Tieren. Das hat einmal was mit Ernährungsgewohnheiten zu tun. Das hat natürlich mit Ausbreitung des Menschen in den natürlichen Lebensraum der Tiere zu tun, aber es hört eben nicht bei der, sage ich mal, Massentierhaltung und Ähnlichem auf, sondern es geht eben, wie wir es beim Ebola-Ausbruch gesehen haben, auch da ist der Patient null auf einen Kontakt zu einem Flughund zurückzuführen gewesen. Ein wildlebender Flughund, also ganz normale Jagd, sage ich mal, und Zubereitung kann da genauso ein Risiko sein.
den Kontakt von Tier zu Mensch somit zu unterbinden, wird natürlich nicht möglich sein. Aber je vernünftiger wir mit der Natur umgehen, desto mehr kann man das zumindest hoffentlich reduzieren, das Risiko. Auf jeden Fall. Also diese erste schwere Welle, die ja Deutschland Gott sei Dank gar nicht so stark abbekommen hat wie Frankreich, Italien oder Spanien, die ist weitgehend ausgelaufen. Und damit sind im Moment auch kaum Leute in Deutschland, die das Virus tragen und auf andere übertragen können. Darum ist im Moment auch wirklich Ruhe. Dann spielt sicherlich die warme Witterung und die Sonne mit rein, dass es auch erstmal ruhig bleibt. Aber es kann sich natürlich jederzeit eine zweite Welle aufbauen. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Und auf die sollten wir schon im tiefsten Innern durchaus vorbereitet sein. Dankeschön.